Kapitel 9.7. Kann man Allah im nächsten Leben sehen? Es gibt im Koran eine Anzahl an Beispielen, in denen Allah klar ausdrückt, dass die Menschen ihn im nächsten Leben sehen werden. Während der Beschreibung mancher Ereignisse am Tage der Auferstehung sagt Allah: An jenem Tage wird es strahlende Gesichter geben, die zu ihrem Herrn schauen. Surah Al-Qiyamah, Vers 22. Abgesehen davon hat der Prophet diese Sache ausführlich erläutert. Als er von einigen Gefährten gefragt wurde: Werden wir unseren Herrn am Tage der Auferstehung sehen? Antwortete er: Erleidet ihr Schaden, wenn ihr den Vollmond anseht? Sie sagten: Nein. Dann sagte er: Wahrlich, ihr werdet ihn auf die gleiche Art sehen. Bei einem anderen Ereignis gab er kund: Wahrlich, jeder Einzelne unter euch wird Allah an jenem Tage sehen, an dem man ihn treffen muss. Und es wird zwischen euch und zwischen ihm weder einen Schleier geben, noch einen Übersetzer. Ibn Umar überlieferte ebenso, dass der Prophet einst sagte: Der Tag der Auferstehung wird der erste Tag sein, an dem jedes Auge Allah, den Höchsten und Ruhmreichsten, sehen wird. Die Möglichkeit, Allah zu sehen, ist ein zusätzlicher Segen für die Leute des Paradieses. Diese zusätzliche Belohnung ist weitaus größer als alle anderen Segnungen, die Allah für die rechtschaffenen Erben der Paradiesgärten vorbereitet hat. Allah bezieht sich auf diesen zusätzlichen Segen wie folgt: Sie haben darin, was immer Sie begehren, und bei uns ist etwas Zusätzliches. Surah Qaf, Vers 35. Von zwei der bedeutendsten Prophetengefährten, Ali ibn Abi Talib und Anas, wird überliefert, dieses Zusätzliche derart erklärt zu haben, dass es sich auf das Sehen Allahs bezieht. Der Gefährte Suhaib berichtete, dass Allahs Gesandter den Vers rezitierte: Denen, die Gutes tun, soll das Beste zuteil sein und etwas zusätzlich. Danach sprach er: Wenn die Leute, die das Paradies verdient haben, es betreten, und jene, die die Hölle verdient haben, sie betreten, wird ein Rufer ausrufen: O Leute des Paradieses, Allah hat ein Versprechen für euch, welches er erfüllen will. Sie werden fragen: Was ist es denn? Hat er nicht unsere Waagschalen an Taten schwer und unsere Gesichter strahlend gemacht und uns ins Paradies gesetzt und aus der Hölle befreit? Dann wird der Schleier entfernt und sie werden ihn sehen. Nichts von dem, mit dem er sie beschenkt hat, wird ihnen lieber sein, als ihn zu sehen. Und dies ist das Zusätzliche. Was den bereits erwähnten Vers "Blicke können ihn nicht erreichen, er aber erreicht die Blicke" angeht, so verwehrt er, dass man Allah in diesem Leben sehen kann. Im nächsten Leben widerspricht er jedoch nur der Möglichkeit, Allah in seiner Gesamtheit zu sehen. Die Ungläubigen hingegen werden Allah im nächsten Leben, welches für sie ein großer Verlust und eine Enttäuschung sein wird, nicht sehen. Allah sagt: Nein, sie werden an jenem Tage gewiss keinen Zugang zu ihrem Herrn haben. Surah Al-Mutaffifin, Vers 15.